Die Ostküste der Vereinigten Staaten erstreckt sich über 2500 Kilometer. Von Florida über die Südstaaten, vorbei an New York und Boston bis zur kanadischen Grenze. Im äußersten Nordosten der USA ist die Küstenlandschaft weitläufig und wild. Hier leben Menschen, die den Reichtum der Natur und die Abgeschiedenheit zu schätzen wissen. Von Boston aus führt die Reise durch New Hampshire und Maine bis zur kanadischen Grenze. Über 3000 Inseln gibt es hier. Ein Paradies. Nicht nur für Hummer. Kurz hinter Boston erzählt der Castle Hill von den verschiedenen Gesichtern der amerikanischen Vergangenheit. Wo einst Indianer auf Fischjagd gingen, gründeten englische Siedler eine Kolonie. Schließlich verewigte sich ein amerikanischer Großindustrieller mit dem Bau eines Renaissance-Palastes. Genauso facettenreich wie die Geschichte der Ostküste ist ihre Landschaft. Nördlich von Massachusetts wird sie zunehmend wilder und ursprünglicher. Und je weniger dicht besiedelt die Gegend, desto mehr bedeuten Nachbarschaft und Gemeinschaftssinn. New Hampshire war der erste Bundesstaat der USA mit einer eigenen Verfassung. Das Streben nach Unabhängigkeit ist im offiziellen Staatsmotto verankert. Es lautet: Live free or die. Lebe frei oder sterbe. Im geschützten Hafen von Rye macht Shauna Fraser ihre Schülerinnen mit der Ausrüstung vertraut. Das Paddeln auf dem Board ist nur ein Bestandteil des Trainings, das Shauna mit ihrer Gruppe jeden Sonntag abhält. Die Küste von New Hampshire bedeutet mir sehr viel. Es sind ja nur 19 Kilometer Küste insgesamt. Da kann man schon stolz sein, hier aufgewachsen zu sein. Der Sommer ist recht kurz, daher nutze ich jede Gelegenheit, am Meer zu sein, zu schwimmen oder auf dem Board zu paddeln. Shauna unterrichtet eine völlig neue Form von Körperübungen. Pancha-Yoga auf dem Paddleboard. Das Schöne an dieser Form von Yoga ist, dass es in einer fantastischen Umgebung stattfindet. Du atmest die Meeresluft ein und freust dich, hier draußen zu sein. Zusätzlich zum reizvollen Trainingsort ist Pancha-Yoga auch überaus effektiv. Du aktivierst sehr viele kleine Muskeln, um deine Balance zu halten. Wenn du an Land trainierst, spürst du die gar nicht. Das macht einen Riesenunterschied. Aber der Kurs, das merken die Teilnehmerinnen schnell, zielt auch auf die innere Haltung. Was ich an Yoga mag, ist, dass du den Körper und den Geist kontrollierst. Es sieht aus wie Gymnastik, aber es geht darum, die Bewegungen zu verstehen, sie nahtlos ineinander übergehen zu lassen und zu verinnerlichen.
through movements and using your own body to slow the motion. Up to the count of five, we're gonna come all the way onto our back. Right? You can do it. One. For the first time in my life, ich habe etwas gefunden, das ich unbedingt mein Leben lang weitermachen will. Ich will meine Übungen verbessern und daran wachsen, auch als Mensch. Von New Hampshire führt die Reise in den größten der Neuengland-Staaten, Maine. Der Pine Tree State, der Kiefernstaat, besteht zu 90% aus Wald. Portsmouth verweist nicht nur mit seinem Namen auf englische Wurzeln. Der historische Handelsplatz war die erste Hauptstadt der einstigen britischen Kolonie New Hampshire. Im Piscataqua River verläuft die Staatsgrenze zu Maine. Über die Memorial Bridge können auch Fußgänger und Radfahrer den Nachbarstaat erreichen. Die USS Albacore war 1953 das modernste U-Boot der US-Marine. Nach Dienstende blieb sie bei der Überführung nach Portsmouth im Schlamm stecken und fand einen außergewöhnlichen Ruheplatz. In der Küstenstadt York, am südlichsten Zipfel des Waldstaates Maine, betreiben einige Freunde ihr eigenes Unternehmen. In einer alten Farm produzieren sie Surfbretter. Und zwar vollständig aus Holz. Der gelernte Bootsbauer Mike LaVecchia suchte jahrelang nach einem modernen Verfahren, Boards ohne Kunst- und Schaumstoffe herzustellen. Mit Holzbrettern haben sich die Menschen schon vor tausenden Jahren auf dem Meer fortbewegt. In den 50ern gab es erste Versuche mit Brettern, die hohl waren und dadurch leichter. Aber genau zu dieser Zeit kamen die ersten Kunststoffe und Harze auf und keiner hat sich mehr für Holz interessiert. Was wir versuchen, ist ein Board aus Holz zu bauen, das die gleichen guten Fahreigenschaften hat wie eines aus Kunststoff, aber länger hält und schöner ist. Das Geheimnis liegt in der geschickten Verteilung von Hohlräumen im Inneren. Mike übernahm das Verfahren aus dem traditionellen Bootsbau. Wir arbeiten mit traditionellen Techniken, verwenden Schraubzwingen und Handhobel. Es gibt keine Spezialwerkzeuge und kaum Maschinen. Dadurch entsteht eine ruhige, sehr entspannte Atmosphäre, ohne Staub und Lärm. Man kann sich während der Arbeit gut unterhalten. Was vor einigen Jahren als Spaß begann, hat sich zu einem florierenden Unternehmen entwickelt. Doch den leidenschaftlichen Handwerkern geht es nicht nur ums Geschäft. Ich liebe es, hier jeden Tag mit den Jungs zu arbeiten. Wenn ich reinkomme und es ist noch keiner da, werde ich fast ein bisschen nervös. Nicht, weil keiner arbeitet, sondern weil ich sie vermisse. Diese Truppe bei der Stange zu halten, treibt mich an. Die Brettdesigner von Maine verstehen sich als Vorreiter einer neuen, umweltbewussten Surfergeneration. Das Holz, das wir verwenden, stammt aus der Nachbarschaft. Das ist uns enorm wichtig. Mike und seine Kollegen werden in der Szene zunehmend bekannt, weil sie Workshops veranstalten, in denen Surfer lernen, ihr eigenes Holzboard zu bauen. So oft es nur geht, machen sich die Surfbrettbauer auf den kurzen Weg zum Meer.
Der Herbst ist die beste Jahreszeit hier. Die Luft ist klar und rein und es gibt die größten Wellen. Es ist auch nicht überfüllt. Du triffst nur Einheimische auf dem Wasser. Du entwickelst eine ganz andere Beziehung zu einem Board, das du selbst gebaut hast. Du genießt jeden Moment damit. Mike hat es geschafft, sein Hobby zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Für mich ist Surfen viel mehr als körperliche Betätigung. Es ist das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, dazuzugehören. Wenige Kilometer von Mikes Surfgründen entfernt beginnt ein Küstenabschnitt, der bei gut betuchten Sommerurlaubern hoch im Kurs liegt. Die Grundstücke direkt am Meer gehören zu den begehrtesten an der gesamten Ostküste. Seit 1898 lockt die Pier von Old Orchard Beach mit Vergnügungsmöglichkeiten. In ihrer Blütezeit gab es hier einen Ballsaal für 5000 Besucher, in dem auch Louis Armstrong und Frank Sinatra auftraten. Das Portland Headlight wurde von George Washington persönlich in Auftrag gegeben. Zu seiner Zeit dienten Walölfunzeln als Leuchtquelle. Die heutige Metalldampflampe ist bei Nacht 44 Kilometer weit zu sehen. Das Fort Gorges sollte im amerikanischen Bürgerkrieg als Bollwerk gegen Angriffe der Südstaaten dienen. Doch die Entwicklung neuer Sprengstoffe machte die Festung schon bei ihrer Fertigstellung militärisch untauglich. Maines ausgedehnte Wälder reichen bis an die Küste heran. Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich in diesem Teil Neuenglands der weltweit größte Umschlagplatz für Holz. Heute sind in der Holzindustrie von Maine mehr als 90.000 Menschen beschäftigt. Aus dem Rohstoff entsteht vor allem Papier. Alan Higgins bewirtschaftet mehrere Waldstücke. Er betreibt Handel mit Holz und ein eigenes Sägewerk. Waldarbeit ist anstrengend, das steht fest. Wenn ich nicht draußen bin, schraube ich an meinen Maschinen, wechsle Teile aus. Aber harte Arbeit macht mir nichts aus. Ich schlafe nachts hervorragend und ins Fitnessstudio muss ich auch nicht. Ich mag meinen Job. Fast der gesamte Waldbesitz in Maine liegt in privater Hand. Der Staat kontrolliert die nachhaltige Bewirtschaftung. Maine besteht zu 90% aus Wald. Das Besondere ist, dass wir dank guter Forstwirtschaft kaum Bäume pflanzen müssen. Der Wald wächst praktisch von alleine nach. Der Sattelschlepper ist Baujahr 1985.
Alan hat ihn unzählige Male repariert. Wie man sich selbst helfen kann, haben ihm seine Eltern beigebracht. Bei uns zu Hause gab es eine Oldtimer, alte Traktoren und Laster. Und ich habe von klein auf gelernt, damit zu arbeiten. Mit einem nagelneuen LKW kann ich gar nichts anfangen. Ich bevorzuge die alten. Die sind viel einfacher in Stand zu halten. Wo seine Familie früher Landwirtschaft betrieb, hat Alan vor 20 Jahren mit seiner Frau Paula ein Sägewerk errichtet. Bauherren aus der ganzen Region lassen sich bei den Higgins ihr Bauholz zuschneiden. Den Baumstämmen, hauptsächlich Kiefern und Fichten, rückt Alan mit einer museumsreifen Kreissäge zu Leibe. Die Mechanik ist fast 100 Jahre alt. Ich gebe es zu, ich bin ein Nostalgiker. Aber ich verwende die Säge, weil sie wirklich einwandfrei arbeitet. Und zwar ohne sündhaft teure Hydraulik und Elektronik. Sie läuft hier fast rund um die Uhr. Ich glaube, die hat Spaß an der Arbeit. Schwester Marsha und Stieftochter Alisa unterstützen Alan bei der schweißtreibenden Holzarbeit. Wenn die Säge stillsteht, entspannt Alan im Garten. Beim Schrauben an alten Sportwagen. Meine Mutter wollte ja, dass ich Mediziner werde. Jetzt verarzte ich eben Maschinen. Ich kann aus zwei kaputten Trucks einen neuen machen. Das liegt mir im Blut. Und doch pflegt der Maschinendoktor eine Leidenschaft, die weder mit Motoren noch mit Holz zu tun hat. Die Musik ist eine launische Diva, der ich in jungen Jahren verfallen bin. Ich habe ihr schon so viel Zeit, Geld und Aufmerksamkeit geschenkt, aber sie erwidert meine Liebe nicht. Ich liebe die Musik und ich liebe es, Songs zu schreiben. I got someone here that makes me feel whole. I've played in cover bands, Ich habe in örtlichen Bands gespielt. Ich war auf Tour durch Neuengland, habe viel gesehen und gemacht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass sie einen meiner Songs im Radio spielen. The more I think about it, what do I have to worry about? So God, if you can hear me. Neue Lieder schreibt Alan meistens im LKW. Auf den langen Fahrten durch die Wälder. Vielleicht gelingt dem rockenden Holzfäller ja doch noch irgendwann ein Hit. Die Küste von Maine ist geprägt von tausenden kleiner Wasserwege, Flüsse und Buchten, die bis weit ins Landesinnere reichen. Wo sich Salz und Süßwasser vermischen, gedeihen Austern. 3 Jahre brauchen die Muscheln, bis sie groß genug sind, um geerntet zu werden. Unterwegs auf dem Highway 1. Die Schnellstraße führt über fast 4000 Kilometer von Key West in Florida bis zur kanadischen Grenze. Bis zum Bau der breiteren Interstate-Autobahnen war der Highway 1 die Hauptverkehrsachse an der Ostküste. Moody's Diner entwickelte sich in den 1930ern aus einer Imbissbude heraus.
Judy Beck arbeitet seit fast 40 Jahren in der Raststätte. Für Etablissements wie das Moody's haben die Amerikaner den Begriff Familienrestaurant geprägt. Wenn um 8 Uhr morgens Judys Schicht beginnt, läuft das Diner schon auf Hochtouren. Um einen der rund 100 Sitzplätze zu ergattern, müssen die Gäste Zeit mitbringen. Aber die Uhren im Moody's ticken ohnehin etwas anders. Judy hat ihre Kindheit im Restaurant verbracht. Sie ist eines von 9 Kindern der Gründer Percy und Bertha Moody. Mit 12 habe ich schon Teller gewaschen. Im darauffolgenden Sommer ist einmal eine Bedienung nicht zur Arbeit erschienen. Mein Vater fragte mich, kannst du kellnern? Ein Nein hätte er sowieso nicht akzeptiert. Also habe ich es getan. Das war furchtbar. Ich stampfte in die Küche und schrie, ich hasse diesen Laden. Der Koch schaute meinen Vater an und sagte nur, sie wird sich schon einkriegen. Fast 20 Jahre lang war Judy die Geschäftsführerin des Moody's. Vor 5 Jahren wollte sie eigentlich in Rente gehen. Doch das Diner lässt sie nicht los. Mittlerweile hat Sohn Dan die Leitung übernommen. Zumindest offiziell. Im karg besiedelten Maine ist Moody's eine Institution. Die haben gutes Essen. Und gute Kuchen. Wunderbare Kuchen. Und man trifft hier immer alte Bekannte. Wir kennen alle unsere Stammgäste und freuen uns jedes Mal, sie zu sehen. Wenn jemand stirbt, schicken wir eine Karte, auf der alle unterschreiben. Das ist wie eine große Familie. Damit die Burger saftig sind, werden sie gebraten und gegrillt. Für Spezialitäten wie das Truthahn-Sandwich oder die Burger fahren manche Einheimische 100 Kilometer und mehr. Veränderungen auf der Karte oder der Inneneinrichtung sind im Diner ein äußerst heikles Thema. Wir haben schon 17 Mal renoviert. Aber jedes Mal sagen die Gäste, schmeißt ja den Tresen nicht raus, wegen der Abdrücke. Man sieht überall, wo die Leute ihre Arme aufstützen. Und das gefällt ihnen. Genauso die Nischen. Man muss wissen, die sind nicht mal bequem. Aber wehe, wir tauschen sie aus. Also haben wir sie genauso nachgebaut. Zum Nachtisch gibt es im Moody's nur eins: Kuchen. Mehr als 12 verschiedene Sorten backen die Konditorinnen im Sommer jeden Tag. Viele der Rezepte stammen noch von Judys Mutter, so wie es sich für einen Familienbetrieb gehört. In diesem Diner steckt so viel von meinem Leben. Das ist wirklich ein gewaltiges Erbe, was unsere Eltern uns hinterlassen haben. Meine 8 Geschwister und ich haben immer hart arbeiten müssen. Viel Zeit zum Spielen gab es nicht, aber das Positive überwiegt. Bei uns heißt es, im Moody's triffst du alte Freunde. Und das erlebe ich jeden Tag. Die Route verlässt das Festland und führt ins Inselparadies der Bucht von Penobscot. Hier tummeln sich Maines berühmteste Bewohner, die Hummer, so zahlreich wie nirgendwo sonst in den USA. Die Penobscot Bay mit ihren 4 großen und hunderten kleinen Inseln ist eines der beliebtesten Segelreviere der Welt.
6.30 Uhr auf dem Flughafen von Knox County. Thomas Sowells belädt seine Cessna 207 mit der Tagespost. Der Berufspilot ist trotz seiner 24 Jahre kein Neuling in der Branche. Ich fliege, seit ich 18 bin. Mein Vater ist Pilot, mein Großvater war es auch. Als Kind habe ich mit Modellflugzeugen gespielt. Ich wollte immer nur fliegen. Sieben Tage die Woche fliegt Thomas in die abgeschiedene Inselwelt der Bucht von Penobscot. Die Flugzeit beträgt selten mehr als eine halbe Stunde. Jede Strecke ist der Pilot schon hunderte Male geflogen. Diese Gegend ist wirklich wunderschön. Du bist direkt über der Küste. Davor die hübschen Hügel, die vielen Inseln. Das ist spektakulär. Ich sehe aus dem Cockpit und genieße die Landschaft und das Licht. Die erste Landung des Tages steht an. Auf Vinyl Haven ist dafür nur ein Schotterstreifen im Wald vorgesehen. Auf der Insel leben je nach Saison etwa 1000 Menschen. Ihre Briefe und Päckchen werden direkt am Flugzeug abgeholt. Was wir machen, ist einzigartig an der Ostküste. Das gibt es sonst nur in Alaska, dass man abgelegene Gemeinden routinemäßig mit kleinen Flugzeugen versorgt. Zeit für den üblichen Inselklatsch und Tratsch bleibt heute nicht, denn die nächsten Aufträge warten bereits. An einem normalen Arbeitstag im Sommer ist Thomas von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Pause im Einsatz. Im Prinzip sind wir ein Taxiunternehmen. Wir transportieren Hunde, Baumaterial, Kettensägen. Wir fliegen Arbeiter hin und her. Alles, was auf die Inseln muss, nehmen wir mit. Für die meisten Inselbewohner ist Fliegen wie woanders Bahnfahren. Und auch nicht kostspieliger. Der Anflug auf Martinicus Island ist jedes Mal eine Herausforderung. Sobald wir uns dem Boden nähern, kriegen wir heftige Böen ab. Diese Turbulenzen sind ganz normal. Sie werden vom Wind in den Bäumen verursacht. Die Cessna befördert Einzelpersonen und kleine Gruppen, Bauarbeiter und Millionäre. Nur manche von ihnen sind irritiert, dass der Mann am Steuerknüppel so jung ist. Wenn das Büro zu Kunden sagt, sie fliegen heute mit Thomas, glauben die oft erst gar nicht, dass ich der Pilot bin. Ich stelle mich vor und sehe, wie sich die Unsicherheit in ihrem Gesicht ausbreitet. Ich versuche dann einfach so höflich und professionell wie möglich zu sein und ihnen den besten Flug ihres Lebens zu verschaffen.
Für junge Piloten wie Thomas ist der Job als Postflieger in Maine die allerbeste Schule. Als ich mit dem Fliegen begann, ging es vor allem darum, die Instrumente zu verstehen. Jetzt kann ich mich mehr auf mein Gefühl konzentrieren. Das Flugzeug bleibt eine Maschine. Man kann es nicht wie einen Menschen antreiben, mehr aus sich herauszuholen. Du musst also genau wissen, was das Flugzeug kann und wie du es bedienen musst, damit es macht, was du willst. The motions of that machine into doing what you want. Thomas hat in der Bucht von Penobscot nicht nur das Fliegen gelernt, sondern vor allem, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. One of the things that was ich mir vor Augen halten muss, es geht ja nicht nur um mein Leben, sondern um das anderer Menschen. Die Fliegerei ist grundsätzlich riskant. Wir sind da oben und trotzen der Schwerkraft. Man sollte die Grenzen kennen. Wenn es brenzlig wird, musst du einen kühlen Kopf bewahren und auch sagen können, wisst ihr was, das ist zu unsicher, das mache ich nicht. Die abgelegene Iloho kann Thomas mit seiner Cessna nicht anfliegen, denn hier gibt es keine Landebahn. Die Bewohner sind auf das Postboot angewiesen, das täglich vorbeikommt. Marshall Chapman bekommt einen neuen Satz Reifen. Dringend benötigter Nachschub für seinen Ford Model A Laster, den er vor einigen Jahren auf die Insel gebracht hat. Marshall Chapman ist Professor für Geologie und stammt aus Kentucky. Als Student kam er wegen eines Forschungsprojekts nach Iloho. Die Insel hat ihn nicht mehr losgelassen. Nur rund 70 Menschen leben hier. Telefon gibt es erst seit 1988. Und außer Marshalls Model A kaum Autos. Dieser Wagen ist wie geschaffen für die Insel. Er hat einen hohen Radstand, hält auf Schotterstraßen stand und ich genieße seine Langsamkeit. Man sieht viel mehr und startet ohne Hektik in den Tag. Vom Ford Model A wurden zwischen 1928 und 1931 fast 5 Millionen Stück gebaut. An Ersatzteilen mangelt es nicht. So einen Model A-Truck kriegt man relativ günstig. Das liegt daran, dass die alten Restauratoren langsam alle wegsterben und ihre Witwen die Dinge aus den Scheunen haben wollen. Dann passiert Folgendes. Du stellst sie in deine Scheune und sie vermehren sich. Erst hast du nur einen, am Ende vier oder fünf. Ich weiß wirklich nicht, was da vor sich geht, aber so läuft es. I don't know how that happens, but it does. Auch ein Model T von 1924 befindet sich in Marshalls Besitz. Die amerikanische Autolegende schlechthin. Ich hänge sehr an diesen Gefährten. Ihr Aussehen, ihre Rundungen haben etwas sehr Ansprechendes. You get to know that car
quite well. And sometimes it just Man lernt den Wagen ziemlich gut kennen. Manchmal will er einfach nicht. Und dann musst du ihn lassen und sagen, na gut, dann hast du heute eben frei. I'll try another. Marshall Chapman pflegt und achtet die alten Dinge. Ein naiver Nostalgiker ist er dennoch nicht. Sicherlich schätze ich die Annehmlichkeiten des modernen Lebens, aber eine Freundin bemerkte einmal, dass sie das Gefühl habe, ich gehöre nicht in dieses Jahrhundert. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich gerne 100 Jahre früher geboren. Unsere Zeit verwirrt mich eher. Die zerklüftete Insellandschaft um Iloho ist vor allem wegen einer Delikatesse bekannt geworden. Der felsige Meeresgrund und die gemäßigte Wassertemperatur sind der ideale Lebensraum für Hummer. Das Fischerdorf Stonington ist die Hummermetropole von Maine. Fast der gesamte Ort lebt von den edlen Speisekrebsen. Hummer dürfen nur in Fallen gefangen werden, die die Fischer am Meeresboden auslegen. Genevieve Kurilek McDonald ist seit 10 Jahren im Geschäft. Im Sommer ist sie jeden Tag auf dem Meer. Außer sonntags. Da ist das Hummerfischen verboten. In den Gewässern rund um Stonington vermehren sich die Hummer massenhaft. Damit das so bleibt, gibt es strenge Regeln für die Fischer. Ich darf nur Hummer fangen, deren Rumpf zwischen 8 und 13 cm lang ist. Der hier ist in Ordnung. Trächtige Weibchen werden gekennzeichnet und gehen sofort zurück ins Meer. Das garantiert uns den Fortbestand. Auch der weitere Umgang mit den Hummern unterliegt Vorschriften. Bis zur Zubereitung in der Küche müssen die Krustentiere am Leben gehalten werden. Hummer verbringen 99% ihres Lebens in freier Wildbahn. Dann fangen wir sie, behandeln sie mit großer Sorgfalt, binden die Scheren zusammen, damit sie sich nicht verletzen, und halten sie in kaltem Wasser frisch. Klar, irgendwann werden sie gekocht. Aber verglichen mit anderen Nutztieren haben sie ein ziemlich angenehmes Leben. Um herauszufinden, an welchen Stellen zu welcher Jahreszeit die Hummer besonders zahlreich in die Falle gehen, braucht es viel Erfahrung. Etwa 400 Körbe hat Genevieve parallel im Einsatz. 800 sind die Obergrenze pro Fischer. Das Hummerfischen ist eine Männerdomäne. Nicht einmal Arbeitskleidung in Frauengrößen gibt es. Als ich angefangen habe, gab es kaum andere Fischerinnen. Aber viele Kollegen nahmen ihre Töchter, Ehefrauen oder Freundinnen mit hinaus. Die Frauen fingen an, sich für die Arbeit auf dem Meer zu interessieren. Und die Gesellschaft an sich ist ja auch nicht mehr so stark von Männern dominiert. Also wird das immer normaler. Ich glaube ja sowieso, dass die Hummer uns Frauen lieber mögen. Rund 12 Stunden dauert Genevieves Arbeitstag auf dem Meer. Bei schlechtem Wetter auch länger. Die Konkurrenz ist groß. Und die Hummer wechseln ihren Standort nach kaum vorhersehbaren Mustern. Um die Chancen auf eine gute Ausbeute zu erhöhen, packen Hummerfischer Köder in die Fallen. Genevieve schwört auf in Salz eingelegte Heringe. Dass sie bei ihrer Arbeit immer alleine ist, stört sie nicht. Auf meinem kleinen Boot kann ich den Arbeitsrhythmus selber bestimmen. Da kommt keine Hektik auf.
Ich genieße das sehr. Damit sie ihre Fallen wiederfindet, hängt Genevieve sie an Bojen. Jeder Hummerfischer wählt seine eigene Farbe und Form. So sind Verwechslungen ausgeschlossen. Trotz wachsender Bestände haben viele Hummerfischer in letzter Zeit aufgeben müssen. Der Grund sind die sinkenden Preise. Nicht einmal 3 Dollar werden in Stonington für das Kilo Hummer bezahlt. Dass sich die Hummer so fleißig vermehren, könnte für die Branche zum Problem werden. Hummerfischen ist ein toller Beruf und freiwillig hörst du damit nicht auf. Da kenne ich kaum jemanden. Ich studiere nebenher Meereskunde an der Universität von Maine und mache bald meinen Abschluss. Das ist mein Plan B, falls die Hummerfischerei zusammenbricht. Wenn Genevieve ihren täglichen Fang beim Großhändler abgeliefert hat, ist ihr Arbeitstag oft noch nicht beendet. Im Hummerfischerverein von Maine setzt sie sich für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und den Erhalt der traditionellen Fischerei ein. In Stonington gibt es einen großen Zusammenhalt. Die Fischerei ist recht gefährlich. Es gibt hin und wieder Unfälle, die nicht selten tödlich enden. Das schweißt zusammen. Wir passen hier aufeinander auf und helfen uns so gut wir können. Nur wenn die Nachfrage nach Hummern steigt, werden die Fischer von Stonington wieder bessere Preise erzielen. Ihre Berufswahl hat Genevieve trotzdem nie bereut. Ich liebe es, auf dem Meer zu arbeiten. Es ist hart, aber ich bin stark. Ich hoffe, dass ich für den Rest meines Lebens Hummer fischen kann. Die nächste Etappe der Reise führt durch den Acadia National Park bis an die kanadische Grenze. Hinein in das Stammesgebiet der Passamaquoddy-Indianer. Die Penobscot Narrows Bridge ist eine der modernsten Schrägseilbrücken der Welt. Vom eingebauten Observatorium haben Besucher einen exzellenten Blick auf das benachbarte Fort. Das erste in Maine, das aus Granit statt aus Holz gebaut wurde. Privatinsel mit Herz. Harbor Island wechselt immer wieder den Besitzer. Das letzte Mal für knapp 4 Millionen Dollar. Der Acadia National Park ist Teil der weitläufigen Inselwelt von Maine. Er gehört zu den 10 meistbesuchten Nationalparks der USA. Trotz eines riesigen Fischvorkommens wird auch vor der Küste von Maine Aquakultur betrieben. Hier wird atlantischer Lachs gezüchtet. Die Fischbrut wächst in großen Anlagen mitten im Meer heran. Wegen der ausgesetzten Lage müssen die Netze häufig repariert werden. Am östlichsten Punkt der Vereinigten Staaten sind Schiffe oft gefährlichem Nebel ausgesetzt, der sich innerhalb weniger Minuten bilden kann. Das Lubeck Channel Lighthouse ist ein wichtiger Orientierungspunkt. Es liegt nur 150 Meter von Kanada entfernt. Das Grenzgebiet ist die Heimat der Passamaquoddy-Indianer. Etwa 2500 von ihnen gibt es noch.
David Moses Bridges hat ein altes Handwerk seines Stammes wieder aufleben lassen. Ich bin Kanubauer geworden, weil sie mich schon mein ganzes Leben lang fasziniert haben. Mein Urgroßvater war der letzte Kanubauer der alten Art. Die 3500 Jahre alte Tradition stand kurz vor dem Verschwinden. Was das Kanu so besonders macht, ist, dass beim Bau nur Materialien verwendet werden, die aus dieser Gegend stammen. Ich sammle alles selbst in der Natur und arbeite von Hand, ohne besondere Hilfsmittel. Das ist mein modernstes Werkzeug, das ich zum Bau benötige. Wenn ich das Zypressenholz mit der Hand spalte, bleibt die Spannkraft erhalten. Ich brauche weder einen Hobel noch Schleifpapier, weil ich mit dem Messer eine absolut glatte Oberfläche hinbekomme. Das siehst du hier. Das Messer schneidet problemlos durch das Zypressenholz, auch am Rand. Mehr als 100 Arbeitsschritte hat David aus alten Aufzeichnungen und Überlieferungen seiner Vorfahren rekonstruiert. So etwa die Kunst, Holz zu kochen, um es dann in die runde Form der Spanten zu bringen, die das Kanu zusammenhalten. Damit das Gefährt seetauglich wird, müssen sensible Stellen der Außenhülle aus Birkenrinde abgedichtet werden. David verwendet dafür selbst gesammeltes Pinienharz und Schweineschmalz. Ursprünglich verwendete man Bärenfett, aber das ist heutzutage schwer aufzutreiben. Dieser Naturlack sorgt dafür, dass an den Nähten kein Wasser eindringt. Das muss man regelmäßig machen. Ich verbringe sehr viel Zeit mit jedem Kanu. Rund 500 Stunden sind reine Bauzeit. Dazu kommen hunderte Stunden für das Sammeln des Materials. Man baut eine Beziehung auf, weiß, wo die Rinde herkommt, wo die Zypressen standen. Alles ging durch meine Hände. Da schließt man das fertige Stück schon in sein Herz. David verkauft seine Kanus hauptsächlich an Museen, die zeigen wollen, wie die Passamaquoddy vor mehreren tausend Jahren gelebt und gearbeitet haben. So ein Kanu war für eine Familie überlebenswichtig, weil sie damit ihr Jagdgebiet enorm ausweiten konnte. Sowohl ins Landesinnere als auch auf die Inseln. Die Boote sind so robust, dass du damit problemlos 50 Kilometer aufs offene Meer hinausfahren kannst. Das Kanu hat das Leben der Passamaquoddy-Indianer geprägt. Dank David bleibt dieser Teil ihrer Geschichte erhalten. Ich fahre oft nach Kanada hinüber, 10 Kilometer durch die Bucht nach St. Andrews, wo ich Verwandte habe. Ich nutze die Strömung und schaue, dass ich Rückenwind habe. Für mich hat die amerikanisch-kanadische Grenze keinerlei Bedeutung. Es ist eine unsichtbare Linie, die irgendjemand gezogen hat. All das hier ist unser Stammesgebiet, unsere Erde, unser Land, und das ist alles, was ich wissen muss. Einen Ausweis brauche ich nicht. Ich frage den Schöpfer um Erlaubnis und meine Mutter. Das reicht. Im äußersten Nordosten der USA hat der Indian Summer Einzug gehalten. Herrlich warme Spätsommertage, eine trockene, klare Luft
und der gelegentliche Nachtfrost geben den Blättern eine unvergleichliche Farbe. Zu keiner anderen Zeit, wie in jener kurzen Spanne, bevor der Winter sich ankündigt, ist der Zauber der amerikanischen Ostküste so gegenwärtig. Das Fort Gorges sollte im amerikanischen Bürgerkrieg als Bollwerk gegen Angriffe der Südstaaten dienen. Doch die Entwicklung neuer Sprengstoffe machte die Festung schon bei ihrer Fertigstellung militärisch untauglich. Maines ausgedehnte Wälder reichen bis an die Küste heran. Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich in diesem Teil Neuenglands der weltweit größte Umschlagplatz für Holz. Heute sind in der Holzindustrie von Maine mehr als 90.000 Menschen beschäftigt. Aus dem Rohstoff entsteht vor allem Papier. Alan Higgins bewirtschaftet mehrere Waldstücke. Er betreibt Handel mit Holz und ein eigenes Sägewerk. Waldarbeit ist anstrengend, das steht fest. Wenn ich nicht draußen bin, schraube ich an meinen Maschinen, wechsle Teile aus. Aber harte Arbeit macht mir nichts aus. Ich schlafe nachts hervorragend und ins Fitnessstudio muss ich auch nicht. Ich mag meinen Job. Fast der gesamte Waldbesitz in Maine liegt in privater Hand. Der Staat kontrolliert die nachhaltige Bewirtschaftung. Maine besteht zu 90% aus Wald. Das Besondere ist, dass wir dank guter Forstwirtschaft kaum Bäume pflanzen müssen. Der Wald wächst praktisch von alleine nach. Der Sattelschlepper ist Baujahr 1985. Alan hat ihn unzählige Male repariert. Wie man sich selbst helfen kann, haben ihm seine Eltern beigebracht. Bei uns zu Hause gab es eine Oldtimer, alte Traktoren und Laster. Und ich habe von klein auf gelernt, damit zu arbeiten. Mit einem nagelneuen LKW kann ich gar nichts anfangen. Ich bevorzuge die alten. Die sind viel einfacher in Stand zu halten. It's much simpler to work on, simpler to keep going. Wo seine Familie früher Landwirtschaft betrieb, hat Alan vor 20 Jahren mit seiner Frau Paula ein Sägewerk errichtet. Bauherren aus der ganzen Region lassen sich bei den Higgins ihr Bauholz zuschneiden. Diese Gegend ist wirklich wunderschön. Du bist direkt über der Küste. Davor die hübschen Hügel, die vielen Inseln. Das ist spektakulär. Ich sehe aus dem Cockpit und genieße die Landschaft und das Licht. Die erste Landung des Tages steht an. Auf Vinyl Haven ist dafür nur ein Schotterstreifen im Wald vorgesehen. Auf der Insel leben je nach Saison etwa 1000 Menschen. Ihre Briefe und Päckchen werden direkt am Flugzeug abgeholt. Here's your newspaper.
Was wir machen, ist einzigartig an der Ostküste. Das gibt es sonst nur in Alaska, dass man abgelegene Gemeinden routinemäßig mit kleinen Flugzeugen versorgt. Zeit für den üblichen Inselklatsch und Tratsch bleibt heute nicht, denn die nächsten Aufträge warten bereits. An einem normalen Arbeitstag im Sommer ist Thomas von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Pause im Einsatz. Im Prinzip sind wir ein Taxiunternehmen. Wir transportieren Hunde, Baumaterial, Kettensägen. Wir fliegen Arbeiter hin und her. Alles, was auf die Inseln muss, nehmen wir mit. Für die meisten Inselbewohner ist Fliegen wie woanders Bahnfahren. Und auch nicht kostspieliger. Der Anflug auf Metinicus Island ist jedes Mal eine Herausforderung. Sobald wir uns dem Boden nähern, kriegen wir heftige Böen ab. Diese Turbulenzen sind ganz normal. Sie werden vom Wind in den Bäumen verursacht. Die Route verlässt das Festland und führt ins Inselparadies der Bucht von Penobscot. Hier tummeln sich Maines berühmteste Bewohner, die Hummer, so zahlreich wie nirgendwo sonst in den USA. Die Penobscot Bay mit ihren vier großen und hunderten kleinen Inseln ist eines der beliebtesten Segelreviere der Welt. Uhr auf dem Flughafen von Knox County. Thomas Sowells belädt seine Cessna 207 mit der Tagespost. Der Berufspilot ist trotz seiner 24 Jahre kein Neuling in der Branche. Ich fliege, seit ich 18 bin. Mein Vater ist Pilot, mein Großvater war es auch. Als Kind habe ich mit Modellflugzeugen gespielt. Ich wollte immer nur fliegen. Sieben Tage die Woche fliegt Thomas in die abgeschiedene Inselwelt der Bucht von Penobscot. Die Flugzeit beträgt selten mehr als eine halbe Stunde. Jede Strecke ist der Pilot schon hunderte Male geflogen. Diese Gegend ist wirklich wunderschön. Du bist direkt über der Küste. Davor die hübschen Hügel, die vielen Inseln. Das ist spektakulär. Ich sehe aus dem Cockpit und genieße die Landschaft und das Licht. Die erste Landung des Tages steht an. Auf Vinyl Haven ist dafür nur ein Schotterstreifen im Wald vorgesehen. Different communities.
Zeit für den üblichen Inselklatsch und Tratsch bleibt heute nicht, denn die nächsten Aufträge warten bereits. An einem normalen Arbeitstag im Sommer ist Thomas von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Pause im Einsatz. Im Prinzip sind wir ein Taxiunternehmen. Wir transportieren Hunde, Baumaterial, Kettensägen. Wir fliegen Arbeiter hin und her. Alles, was auf die Inseln muss, nehmen wir mit. Für die meisten Inselbewohner ist Fliegen wie woanders Bahnfahren. Und auch nicht kostspieliger. Der Anflug auf Martinicus Island ist jedes Mal eine Herausforderung. Sobald wir uns dem Boden nähern, kriegen wir heftige Böen ab. Diese Turbulenzen sind ganz normal. Sie werden vom Wind in den Bäumen verursacht. Cessna befördert Einzelpersonen und kleine Gruppen, Bauarbeiter und Millionäre. Nur manche von ihnen sind irritiert, dass der Mann am Steuerknüppel so jung ist. Wenn das Büro zu Kunden sagt, sie fliegen heute mit Thomas, glauben die oft erst gar nicht, dass ich der Pilot bin. Ich stelle mich vor und sehe, wie sich die Unsicherheit in ihrem Gesicht ausbreitet. Ich versuche dann einfach so höflich und professionell wie möglich zu sein und ihnen den besten Flug ihres Lebens zu verschaffen. Für junge Piloten wie Thomas ist der Job als Postflieger in Maine die allerbeste Schule. Als ich mit dem Fliegen begann, ging es vor allem darum, die Instrumente zu verstehen. Jetzt kann ich mich mehr auf mein Gefühl konzentrieren. Das Flugzeug bleibt. Marshall Chapman ist Professor für Geologie und stammt aus Kentucky. Als Student kam er wegen eines Forschungsprojekts nach Idaho. Die Insel hat ihn nicht mehr losgelassen. Nur rund 70 Menschen leben hier. Telefon gibt es erst seit 1988. Und außer Marshalls Model A kaum Autos. Dieser Wagen ist wie geschaffen für die Insel. Er hat einen hohen Radstand, hält auf Schotterstraßen stand und ich genieße seine Langsamkeit. Man sieht viel mehr und startet ohne Hektik in den Tag. Vom Ford Model A wurden zwischen 1928 und 1931 fast 5 Millionen Stück gebaut. An Ersatzteilen mangelt es nicht. So einen Model A-Truck kriegt man relativ günstig. Das liegt daran, dass die alten Restauratoren langsam alle wegsterben und ihre Witwen die Dinge aus den Scheunen haben wollen. Dann passiert Folgendes. Du stellst sie in deine Scheune und sie vermehren sich. Erst hast du nur einen, am Ende vier oder fünf. Ich weiß wirklich nicht, was da vor sich geht, aber so läuft es. I don't know how that happens, but it does. Auch ein Model T von 1924 befindet sich in Marshalls Besitz. Die amerikanische Autolegende schlechthin. Ich hänge sehr an diesen Gefährten. Ihr Aussehen, ihre Rundungen haben etwas sehr Ansprechendes.
the look of it that I just really appreciate. You get to know that car quite well, and sometimes it just. Man lernt den Wagen ziemlich gut kennen. Manchmal will er einfach nicht. Und dann musst du ihn lassen und sagen, na gut, dann hast du heute eben frei. Marshall Chapman pflegt und achtet die alten Dinge. Ein naiver Nostalgiker ist er dennoch nicht. Sicherlich schätze ich die Annehmlichkeiten des modernen Lebens, aber eine Freundin bemerkte einmal, dass sie das Gefühl habe, ich gehöre nicht in die Verteilung von Hohlräumen im Inneren. Mike übernahm das Verfahren aus dem traditionellen Bootsbau. Wir arbeiten mit traditionellen Techniken, verwenden Schraubzwingen und Handhobel. Es gibt keine Spezialwerkzeuge und kaum Maschinen. Dadurch entsteht eine ruhige, sehr entspannte Atmosphäre, ohne Staub und Lärm. Man kann sich während der Arbeit gut unterhalten. Was vor einigen Jahren als Spaß begann, hat sich zu einem florierenden Unternehmen entwickelt. Doch den leidenschaftlichen Handwerkern geht es nicht nur ums Geschäft. Ich liebe es, hier jeden Tag mit den Jungs zu arbeiten. Wenn ich reinkomme und es ist noch keiner da, werde ich fast ein bisschen nervös. Nicht, weil keiner arbeitet, sondern weil ich sie vermisse. Diese Truppe bei der Stange zu halten, treibt mich an. Die Brettdesigner von Maine verstehen sich als Vorreiter einer neuen, umweltbewussten Surfergeneration. Das Holz, das wir verwenden, stammt aus der Nachbarschaft. Das ist uns enorm wichtig. Mike und seine Kollegen werden in der Szene zunehmend bekannt, weil sie Workshops veranstalten, in denen Surfer lernen, ihr eigenes Holzboard zu bauen. So oft es nur geht, machen sich die Surfbrettbauer auf den kurzen Weg zum Meer. Der Herbst ist die beste Jahreszeit hier. Die Luft ist klar und rein und es gibt die größten Wellen. Es ist auch nicht überfüllt. Du triffst nur Einheimische auf dem Wasser. Du entwickelst eine ganz andere Beziehung zu einem Board, das du selbst gebaut hast. Du genießt jeden Moment damit. Mike hat es geschafft, sein Hobby zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Für mich ist Surfen viel mehr als körperliche Betätigung. Es ist das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, dazuzugehören. Damit die Burger saftig sind, werden sie gebraten und gegrillt. Für Spezialitäten wie das Truthahn-Sandwich oder die Burger fahren manche Einheimische 100 Kilometer und mehr. Veränderungen auf der Karte oder der Inneneinrichtung sind im Diner ein äußerst heikles Thema. Wir haben schon 17 Mal renoviert. Aber jedes Mal sagen die Gäste, schmeißt ja den Tresen nicht raus. Wegen der Abdrücke. Man sieht überall, wo die Leute ihre Arme aufstützen. Und das gefällt ihnen.
Genauso die Nischen. Man muss wissen, die sind nicht mal bequem. Aber wehe, wir tauschen sie aus. Also haben wir sie genauso nachgebaut. Zum Nachtisch gibt es im Moody's nur eins: Kuchen. Mehr als 12 verschiedene Sorten backen die Konditorinnen im Sommer jeden Tag. Viele der Rezepte stammen noch von Judys Mutter, so wie es sich für einen Familienbetrieb gehört. In diesem Diner steckt so viel von meinem Leben. Das ist wirklich ein gewaltiges Erbe, was unsere Eltern uns hinterlassen haben. Meine 8 Geschwister und ich haben immer hart arbeiten müssen. Viel Zeit zum Spielen gab es nicht. Aber das Positive überwiegt. Bei uns heißt es, im Moody's triffst du alte Freunde. Und das erlebe ich jeden Tag. Die Route verlässt das Festland und führt ins Inselparadies der Bucht von Penobscot. Hier tummeln sich Maines berühmteste Bewohner, die Hummer, so zahlreich wie nirgendwo sonst in den USA. Die Penobscot Bay mit ihren 4 großen und hunderten kleinen Inseln ist eines der beliebtesten Segelreviere der Welt. Kostspieliger. Der Anflug auf Martinicus Island ist jedes Mal eine Herausforderung. Sobald wir uns dem Boden nähern, kriegen wir heftige Böen ab. Diese Turbulenzen sind ganz normal. Sie werden vom Wind in den Bäumen verursacht. Die Cessna befördert Einzelpersonen und kleine Gruppen, Bauarbeiter und Millionäre. Nur manche von ihnen sind irritiert, dass der Mann am Steuerknüppel so jung ist. Wenn das Büro zu Kunden sagt, sie fliegen heute mit Thomas, glauben die oft erst gar nicht, dass ich der Pilot bin. Ich stelle mich vor und sehe, wie sich die Unsicherheit in ihrem Gesicht ausbreitet. Ich versuche dann einfach so höflich und professionell wie möglich zu sein und ihnen den besten Flug ihres Lebens zu verschaffen. Für junge Piloten wie Thomas ist der Job als Postflieger in Maine die allerbeste Schule. Als ich mit dem Fliegen begann, ging es vor allem darum, die Instrumente zu verstehen. Jetzt kann ich mich mehr auf mein Gefühl konzentrieren. Das Flugzeug bleibt eine Maschine. Man kann es nicht wie einen Menschen antreiben, mehr aus sich herauszuholen. Du musst also genau wissen, was das Flugzeug kann und wie du es bedienen musst, damit es macht, was du willst. Thomas hat in der Bucht von Penobscot nicht nur das Fliegen gelernt, sondern vor allem, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Was ich mir vor Augen halten muss, es geht ja nicht nur um mein Leben, sondern um das anderer Menschen.
Die Fliegerei ist grundsätzlich riskant. Wir sind da oben und trotzen der Schwerkraft. Man sollte die Grenzen kennen. Wenn es brenzlig wird, musst du einen kühlen Kopf bewahren. Genügungsmöglichkeiten. In ihrer Blütezeit gab es hier einen Ballsaal für 5000 Besucher, in dem auch Louis Armstrong und Frank Sinatra auftraten. Das Portland Headlight wurde von George Washington persönlich in Auftrag gegeben. Zu seiner Zeit dienten Walölfunzeln als Leuchtquelle. Die heutige Metalldampflampe ist bei Nacht 44 Kilometer weit zu sehen. Das Fort Gorges sollte im amerikanischen Bürgerkrieg als Bollwerk gegen Angriffe der Südstaaten dienen. Doch die Entwicklung neuer Sprengstoffe machte die Festung schon bei ihrer Fertigstellung militärisch untauglich. Maines ausgedehnte Wälder reichen bis an die Küste heran. Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich in diesem Teil Neuenglands der weltweit größte Umschlagplatz für Holz. Heute sind in der Holzindustrie von Maine mehr als 90.000 Menschen beschäftigt. Aus dem Rohstoff entsteht vor allem Papier. Alan Higgins bewirtschaftet mehrere Waldstücke. Er betreibt Handel mit Holz und ein eigenes Sägewerk. Waldarbeit ist anstrengend, das steht fest. Wenn ich nicht draußen bin, schraube ich an meinen Maschinen, wechsle Teile aus. Aber harte Arbeit macht mir nichts aus. Ich schlafe nachts hervorragend und ins Fitnessstudio muss ich auch nicht. Ich mag meinen Job. Fast der gesamte Waldbesitz in Maine liegt in privater Hand. Der Staat kontrolliert die nachhaltige Bewirtschaftung. Maine besteht zu 90% aus Wald. Das Besondere ist, dass wir dank guter Forstwirtschaft kaum Bäume pflanzen müssen. Der Wald wächst praktisch von alleine nach. Der Sattelschlepper ist Baujahr 1985. Alan hat ihn unzählige Male repariert. Wie man sich selbst helfen kann, haben ihm seine Eltern beigebracht. Zeit für den üblichen Inselklatsch und Tratsch bleibt heute nicht, denn die nächsten Aufträge warten bereits. An einem normalen Arbeitstag im Sommer ist Thomas von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Pause im Einsatz. Im Prinzip sind wir ein Taxiunternehmen. Wir transportieren Hunde, Baumaterial, Kettensägen. Wir fliegen Arbeiter hin und her. Alles, was auf die Inseln muss, nehmen wir mit. Für die meisten Inselbewohner ist Fliegen wie woanders Bahnfahren. Und auch nicht kostspieliger. Der Anflug auf Martinicus Island ist jedes Mal eine Herausforderung. Sobald wir uns dem Boden nähern, kriegen wir heftige Böen ab. Diese Turbulenzen sind ganz normal. Sie werden vom Wind in den Bäumen verursacht. Nice job.
Die Cessna befördert Einzelpersonen und kleine Gruppen, Bauarbeiter und Millionäre. Nur manche von ihnen sind irritiert, dass der Mann am Steuerknüppel so jung ist. Wenn das Büro zu Kunden sagt, sie fliegen heute mit Thomas, glauben die oft erst gar nicht, dass ich der Pilot bin. Ich stelle mich vor und sehe, wie sich die Unsicherheit in ihrem Gesicht ausbreitet. Ich versuche dann einfach so höflich und professionell wie möglich zu sein und ihnen den besten Flug ihres Lebens zu verschaffen. Für junge Piloten wie Thomas ist der Job als Postflieger in Maine die allerbeste Schule. Als ich mit dem Fliegen begann, ging es vor allem darum, die Instrumente zu verstehen. Jetzt kann ich mich mehr auf mein Gefühl konzentrieren. Das Flugzeug bleibt, dass ich der Pilot bin. Ich stelle mich vor und sehe, wie sich die Unsicherheit in ihrem Gesicht ausbreitet. Ich versuche dann einfach so höflich und professionell wie möglich zu sein und ihnen den besten Flug ihres Lebens zu verschaffen. Für junge Piloten wie Thomas ist der Job als Postflieger in Maine die allerbeste Schule. Als ich mit dem Fliegen begann, ging es vor allem darum, die Instrumente zu verstehen. Jetzt kann ich mich mehr auf mein Gefühl konzentrieren. Das Flugzeug bleibt eine Maschine. Man kann es nicht wie einen Menschen antreiben, mehr aus sich herauszuholen. Du musst also genau wissen, was das Flugzeug kann und wie du es bedienen musst, damit es macht, was du willst. The motions of that machine into doing what you want to do. Thomas hat in der Bucht von Penobscot nicht nur das Fliegen gelernt, sondern vor allem, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Was ich mir vor Augen halten muss, es geht ja nicht nur um mein Leben, sondern um das andere Menschen. Die Fliegerei ist grundsätzlich riskant. Wir sind da oben und trotzen der Schwerkraft. Man sollte die Grenzen kennen. Wenn es brenzlig wird, musst du einen kühlen Kopf bewahren und auch sagen können, wisst ihr was, das ist zu unsicher, das mache ich nicht. Die abgelegene Isle Oho kann Thomas mit seiner Cessna nicht anfliegen, denn hier gibt es keine Landebahn. Die Bewohner sind auf das Postboot angewiesen, das täglich vorbeikommt. Marshall Chapman bekommt einen neuen Satz Reifen. Dringend benötigter Nachschub für seinen Ford Model A Laster, den er vor einigen Jahren auf die Insel gebracht hat. Wenn es brenzlig wird, musst du einen kühlen Kopf bewahren und auch sagen können, wisst ihr was, das ist zu unsicher, das mache ich nicht. Die abgelegene Isle Oho kann Thomas mit seiner Cessna nicht anfliegen, denn hier gibt es keine Landebahn. Die Bewohner sind auf das Postboot angewiesen, das täglich vorbeikommt.
Marshall Chapman bekommt einen neuen Satz Reifen. Dringend benötigter Nachschub für seinen Ford Model A Laster, den er vor einigen Jahren auf die Insel gebracht hat. Marshall Chapman ist Professor für Geologie und stammt aus Kentucky. Als Student kam er wegen eines Forschungsprojekts nach Idaho. Die Insel hat ihn nicht mehr losgelassen. Nur rund 70 Menschen leben hier. Telefon gibt es erst seit 1988. Und außer Marshalls Model A kaum Autos. Dieser Wagen ist wie geschaffen für die Insel. Er hat einen hohen Radstand, hält auf Schotterstraßen stand und ich genieße seine Langsamkeit. Man sieht viel mehr und startet ohne Hektik in den Tag. Vom Ford Model A wurden zwischen 1928 und 1931 fast 5 Millionen Stück gebaut. An Ersatzteilen mangelt es nicht. So einen Model A-Truck kriegt man relativ günstig. Das liegt daran, dass die alten Restauratoren langsam alle wegsterben und ihre Witwen die Dinge aus den Scheunen haben wollen. Dann passiert Folgendes. Du stellst sie in